Konnichiwa, herzlich willkommen nun zu einem neuen Video mit euren Gigatobi und ja, auf jeden Fall geht's los. Ich habe ein paar Ankündigungen zu machen. Nebenbei lasse ich da auch noch ein Gameplay laufen und ja, ich habe irgendwie überlegt, dass ich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen wieder mehr Gameplay so weiteres mache. Natürlich, was ich auch spiele und ich spiele manchmal echt coole so, ja, Gameplay-Runden, sprich FFA oder halt auch Suchen, Zerstören oder auch andere, falls das da auch da mal wirklich gut abging. Ja, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht über meine Projekte. Ich werde auf jeden Fall Final Fantasy 14, Aaron Reborn erstmal weiterhin als Langzeitprojekt beibehalten, weil es kommen eigentlich ganz gut Aufrufe und außerdem auch noch Feedbacks, das finde ich auch ziemlich nice. Das habe ich irgendwie bei den anderen Projekten eigentlich auch dementsprechend erhofft, aber nicht wirklich viel kam da was. Ich werde das auch jetzt eher beschränken. Also ich lasse jetzt Final Fantasy Aaron Reborn auf jeden Fall weiterhin laufen und nebenbei lasse ich dann ein Projekt laufen, wo ich dann ja von A bis Z machen werde, also durchspielen will. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Ich will das eigentlich noch soweit beschränken lassen, weil ich habe ja auch noch meine Anime-Empfehlungen, die ich soweit rausbringen tue und da wird auf jeden Fall auch noch was noch weiterhin kommen. Dann will ich auf jeden Fall noch, ja, jetzt sprich jetzt welche Gameplays machen und so weiteres. Und ja, ich wollte mich einfach nur darauf beschränken, weil ich habe einfach auch viel zu viele Projekte genommen und es ist einfach auch viel zu viel Stress, habe ich gemerkt. Und ja, kam auch nicht wirklich so viel Feedback und so weiteres und ja, war einfach ein bisschen unnötig alles. Naja, auf jeden Fall will ich das nur noch so machen und damit ihr mal Bescheid wisst. Ich weiß auch selber, dass es mit den Abonnenten auf jeden Fall ziemlich komisch aussieht, auch selber an meine Aufrufenzahlen. Wollen mir auch keiner vorenthalten. Ich weiß ganz genau, dass es selber auch nicht so gerade so positiv ist, aber da kann ich ja selber auch nicht großartig dafür, weil ich hau mich wirklich ins Zeug und ich kann auch nichts dafür, wenn man mich einfach so aus Spaß abonniert und da mich nicht unterstützt oder nicht am Laufenden bleibt, finde ich echt schade. Ich mache das selber auch nicht, knall auch nicht meine Abo-Box voll mit irgendwelchen YouTubern, die ich nicht anschaue. Ich unterstütze auch nur die YouTuber, die ich wirklich auch angucke und Feedback da lasse und alles. Und ich hoffe, das kommt ja auch selber von meinen Abonnenten auch mal so rüber, dass da auch immer wirklich mal mehr zu sehen ist und so weiteres. Und ich finde das echt schade, dass so eine Aktion in letzter Zeit abläuft. Ich hoffe auf jeden Fall, das ändert sich irgendwann, weil das ist ja nicht gerade so toll, denke ich. Ja, das weiß ich auch. Das wollte ich auch nochmal erwähnen, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, mal ein bisschen wieder mehr gute Laune. ja, ich habe ja erwähnen, dass ich ja eben halt zu Kino-Event zu Sword Art Online 2 Preview gehe und da war ich auch. Also man hatte eben halt pro Sitz auch noch sowas hier bekommen. Zum Beispiel auch Ankündigungen zu Simulcast auf dem Pay-TV Animax, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und auch hier. Und man kann das auch gar hier aufschlagen. Also schon recht cool. Hier seht ihr das zum Beispiel. Ganzen Simulcast bei Peppermint TV. Die haben sogar ihre Seite und auch DVD und Brace. Hier seht ihr das ja alles. Ziemlich cool. Ne? Und hinten sieht man zum Beispiel ProSiebenMax. Das empfängt man ja bei den normalen Sendern. Aber ja, auf jeden Fall macht Peppermint Anime richtig gute Arbeit. Habe ich auch bei Guilty Crown gesehen. Da kommt auf jeden Fall demnächst auch noch Sword Art Online Extra Edition, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, die Volume 1 bis 4 habe ich euch ja auch schon, glaube ich, schon vorgestellt von Sword Art Online. Könnt ihr euch gerne auf jeden Fall angucken, Anime-Empfehlung. Ja, Fate Zero muss ich mal schauen noch, Samurai Flamenco ist eigentlich auch ziemlich nice und Kill La Kill ist auch auf jeden Fall richtig nice, was ja, Permanent Anime lizenziert hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die weiterhin auch noch mit Sword Art Online 2 denn dabei sind, also mit Gun Gale Online heißt das denn. Ja, nach SAO, also Sword Art Online und LLO, also Alfheim Online, geht das auf jeden Fall weiter mit Gun Gale Online, wo es denn nicht nur hauptsächlich um Schwerter und so weiteres geht, sondern auch um Schusswaffen. Ja, es wird auch noch geballert, weil bei Sword Art Online ging es ja alles um mittelalterliche Waffen, also Schwerter, Speere und so weiteres, und also Äxte und so. Und dann kam Alpha im Online, da wo es eben halt um Magie und so weiteres ging, also so um Feen und so weiteres. Und ja, das habe ich auf jeden Fall bei Volume 3 und 4 erwähnt. Also da geht es ja auch mehr um Alpha im Online,
bei 1 und 2, also weil im 1 und 2 ging es ja mehr um das normale Sword Art Online, wo es um Leben und Tod ging. Alpha im Online war auf jeden Fall ein bisschen anders auf jeden Fall als Sword Art Online und ja, das war es immer von der ersten Staffel und jetzt geht es auf der zweiten Staffel mit Gun Gale Online weiter, mit Sword Art Online 2 kann man so sagen und ja, war auf jeden Fall richtig cool. Die Macher, also wo es eben halt im Kino anfing, habe ich mir erstmal dick Popcorn, Nachos und Cola besorgt. Und ja, da war eben halt so eine Übertragung, also sprich Aufnahme von den Machern, wie es kam mit S2 Online, wie der Erfolg kam und wie sie natürlich, wie sie jetzt auch begeistert sind, dass sie jetzt alle auch noch bei den Kino-Event mit dabei sind und dass sie vor Freude jetzt auch gerne denn die erste Folge von S2 Online 2 zeigen wollen, von Gangel Online und ja. Waren auf jeden Fall ziemlich begeistert, waren sehr sympathisch auf jeden Fall, war richtig cool. Ja, man konnte auf jeden Fall auch eine Menge lachen und daran Spaß haben. Man hat auch gesehen, da waren auch viele Anime-Fans und auch die League of Legends und etc. Games mögen, auch Final Fantasy, wirklich auch viele Fans. Also wow, da waren schon eine Menge Otakus. Ich war also bei Cinemax in Bremen und ja, war auf jeden Fall ein cooles Kino-Event. Überall Cinemax in Deutschland war das, also gestern um 17 Uhr fing es an. Ja, es ging knapp vor 19 Uhr so und ja, nach der Aufnahme von den Machern war eben halt danach ein paar Episoden von normalen Sword Art Online, also nicht von Alfheim, von der ersten Staffel, sondern irgendwie nur das normale, also das Anfangsziel, wo es um Leben und Tod geht mit Sword Art Online. Ja, und danach kam die erste Folge von Sword Art Online 2 mit Gangel Online und das war richtig cool auf jeden Fall und das hat auch Hunger auf mehr gemacht danach. Also, wo man das angeschaut hat, dachte ich so, oh Mann, man will noch weiter gucken und ja, man muss auf jeden Fall noch abwarten. Auf jeden Fall ziemlich cool gemacht und ich werde auf jeden Fall da am Laufenden bleiben, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, es hat das bei den anderen auch gefallen. Man hat das auch noch hier auch noch mit dazu bekommen. Sieht doch echt schick aus, oder? Sieht echt schick aus. Ja. Gut, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da ansonsten und wir sehen uns auf jeden Fall in meinen neuen Videos. Und ja, danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Gigatobi und haut rein.